Hallo Leute, was geht ab? Schiefkrieger hier mit einem neuen Unboxing. Ja, diesmal mit der Naruto Storm 4 Collector's Edition. Ja, drehen wir es einfach mal um, dann seht ihr kurz, was da drin ist. Ja, hier kommt der perfekte Sturm. Hier seht ihr so ein paar Ingame-Bilder. Hier seht ihr auch, was drin ist. Als erstes das ganze Spiel. Schön. Eine Memory Artbook. Eine Naruto Uzumaki The Last exklusive Figur, die es also nicht zu kaufen gibt. Dann noch so eine Metallplatte. Und dazu noch ein Steelcase. Finde ich eigentlich nice. Machen wir es einfach mal auf, sofort. Natürlich wisst ihr wie immer, ich bin alleine. Keiner hilft dem Türken. Aber ich denke mir dann so, YOLO. Boah, hier gefühlt fehlt hier wieder was. Also, ja, komm, machen wir es mal auf. Dix, okay. Wir beginnen mit dem Gefühl mit dem Steel Case. Ja, scheiß drauf, Junge. Natürlich nehme ich diesmal mit einem neuen Handy auf. Ich muss leider, ja, von innen drin nichts, ne? Aber hier und hier Sasuke, Naruto. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Naruto, also von dem Anime. Die Manga gucke ich mir erst recht gar nicht an. Sind schon gefühlt 6 Jahre vor allem. Easy. Und hier ist das Spiel. Natürlich schön. Was steht hier denn noch drauf? Ja. Scheiß Lampe. Ja, auch der perfekte Sturm ist hier. La la la. Blibla blub. Und ja, hier ist das Spiel. Machen wir es mal auf. Natürlich hoffe ich keinen Code drinne. Jo, ein Poster. Ah, den breite ich jetzt nicht aus. Keine Lust. Das sieht einfach aus wie das. Oh, Digga, okay. Hier ist das. Die Sache, ja, hol dir den Season Pass, ja, da kannst du überall das und das machen. Interessiert mich jetzt YOLO nicht. Und ja, hier ist der Bandai Namco Code. Den zeige ich jetzt natürlich nicht, weil ich den selber benutzen werde. Ja, den werde ich selber benutzen. Ist immer schön zu sehen, was hier alles abgeht. Hier haben wir die Storm-Ding. Ja, natürlich seht ihr mich nicht. Easy. Schön, Blu-ray, dick fett, alles drin. Sieht gut aus. Nice, würde ich mal sagen. Dann gehen wir weiter. Die Figur. Finde ich auch immer interessant. Die ist ja wirklich schön, muss ich zugeben. Alles klar, festgeklebt. Natürlich diesmal vorbereitet mit einem Messer. Ich würde da jetzt nicht mehr rumreißen, wie beim letzten Mal gefühlt. Weil ich beim letzten Mal so rumgerissen habe, ist mir irgendwas kaputt gegangen. Das war, glaube ich, bei der. Wo war das? Das, ah ja, das war die Special Edition von Black Ops 3. Das weiß ich sogar noch. Oh Gott, die Figur. Auf jeden Fall, ich finde, es ist schön. Natürlich kann jeder selbst entscheiden, wenn man dafür jetzt 100 Euro bezahlen will. Aber ich habe mir das Geld ja weggetan. Da habe ich ein bisschen was geschenkt bekommen. Finde ich also ganz schön. Guck mal, die Figuren, die finde ich so nice. Schön bemalt, auch schön. Okay, gut, Plastik, aber das ist ja immer aus Plastik. Plastik, ich. Schön. Instant. Was gibt's hier noch? Ach ja, die Metallplatte. Das ist die Metallplatte. Schön. Finde ich, weil dazu gibt es auch als Vorbestellerbonus den von Naruto noch dazu geschenkt. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil, dass das sowas noch als Geschenk dazu gibt. Die können wir auch wegpacken, die muss ich jetzt ja nicht auspacken. Und ja, was haben wir denn hier noch auch? Ja, als ganz unten, was ich ja so scheiße finde, dass das ganz nach unten geballert wurde. Oh, das Artbook. Auf Memory, denke ich mal. Weil ja jetzt die Storm-Ära endet, also jetzt geendet hat mit dem Spiel. Ich habe es einen Tag früher. Ist doch egal, von wo. Man will ja keine Leute anstiften, dass die jetzt irgendwie, die da sagen, nee, darfst du nicht. Natürlich erstmal schön schwarz. Finde ich natürlich am besten, ist es bunt. Hier haben wir Sasuke, Naruto, natürlich die Anfangscharaktere, das ist Storm 1. Höchstwahrscheinlich Bilder. Das sind natürlich Team irgendwas. Da sind der Meister, man kann ja ein bisschen gucken. Ne? Hier sind ein paar Akatsuki-Hunde, wie ich sie nenne. Das ist Shippuden, also Storm 2 circa. Das merkt man eigentlich. Ich gehe einfach mal schnell alles durch. Akazuki. Das sind alles, glaube ich, wirklich. Ja, das sind Ingame-Bilder. Keine. Ich wollte schon sagen, sind das echte Bilder. Das ist dann Storm 3. Das weiß ich.
Weil da konntest du die zum ersten Mal auch spielen. Ja, ist da, das war Storm Generation. Ah, ne, jetzt kommt Storm Generation, okay. Finde ich interessant. Das ist Storm 3. Das ist Storm 3. Das ist natürlich die Mutter von Naruto, ihr merkt das alles. Ja, ich habe vielleicht das Bild jetzt nicht drauf gehabt, aber das finde ich jetzt richtig cool. Was kommt denn jetzt als nächstes? Das ist Revolution. Ja, Naruto Storm Revolution, da konntest du den Mecher Naruto spielen. Das sind ja wieder alle Akazuki. Das finde ich nice. Ich finde wirklich, dieses Artbook kann sich sehen lassen, finde ich. Da gibt es nichts. Das ist jetzt das neue Naruto. Das werden wir uns jetzt mal nicht angucken, weil ich will mich nicht spoilern lassen. Ich weiß natürlich, was passiert, aber Spoilern vom Spiel ist scheiße. Jo Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja was hier lassen, ein Like oder etc., was ihr drauf Bock habt. Vielleicht sogar ein Kommentar würde mir ausreichen. Wäre ich sehr dankbar, natürlich. Und ja, damit verabschiede ich mich von dem Unboxing. Das war ja Schilfkrieger, das war das Unboxing von der Storm 4 Collector's Edition und ich bin hier raus. Ciao.